Ich sitze im brandneuen 6 Meter Modell mit Längsbetten. Und warum genau dieses Modell so beliebt ist, da wollen wir heute mal näher drauf eingehen. Ich bin Marcel vom Pössl Center in Metzingen. Und wie ihr seht, stehe ich jetzt in diesem tollen schönen Auto mit den Längsbetten, mit einem tollen großen Kleiderschrank, tolle Einstiegshilfe, großzügige Küche mit dem Kühlschrank in der Front, Schwenkbad verbaut und die variable Sitzgestaltung im vorderen Bereich. Einer der Hauptgründe für die tolle Darstellung des Fahrzeugs sind diese Längsbetten und das Ganze auf 6 Meter. Das heißt, ich habe den Komfort wie bei einem 640er Fahrzeug, habe links ein tolles Bett, rechts ein tolles Bett, die tollen Möbelschränke hier auch beleuchtet, habe links und rechts serienmäßig ein Fenster verbaut und das Dachfenster im Heckbereich. Optional bekommt ihr auch die Fenster in den Hecktüren. Das Modell zeichnet natürlich die tollen Schrankklappen aus, die keine extra Griffe mehr benötigen. Ich kann die Schrankklappen separat öffnen. Wir haben genügend Stauraum, einen Rausfallschutz und toll verkleidete Innenwände. Unten drunter noch ausreichend Fläche, um Utensilien zu verstauen. Und auch im unteren Bereich der Schränke haben wir noch eine tolle Lichtleiste 12 Volt verbaut, wo sich auch eine 12 Volt USB-Steckdose integrieren lässt. Trotz der offenen, großen, schönen Sichtachse müssen wir auf keinen Kleiderschrank verzichten. Der befindet sich nämlich hier unter unserer Matratze. Die ist zweigeteilt, also auch der Lattenrost lässt sich hier ohne Probleme hochnehmen. Und ich habe ausreichend Platz, um Blusen, Jacken, Hemden hier einzuhängen. Und weil wir Männer ja ab und zu auch mal ein Hemd tragen, haben wir auf der linken Seite ebenfalls noch einen toll zugänglichen Kleiderschrank über eine Klappe, wo ich auch eine Stange habe, um mir meine Hemden, Jacken reinhängen zu können. Um einfach und bequem ins Bett zu kommen, dient uns im Heckbereich die Trittstufe, die uns ermöglicht, einfach rein und raus zu gehen. Diese kann ich auch zusätzlich als Stauraum noch nutzen. Wir befinden uns in der Küche von unserem tollen Fahrzeug. Ihr seht schon, wir haben ausreichend Möglichkeit, hier Sachen vorzubereiten. Wir können das Ganze hier durch diesen tollen Tisch an Arbeitsfläche noch erweitern. Wir haben hier unter unserem Glasdeckel einen Zweiflammenkocher und das integrierte Waschbecken drin. Das Ganze ergänzt durch einen tollen Wasserhahn und hier die Stausysteme, um die Küchenutensilien zu verstauen. Des Weiteren ist oben noch der Schrank, der auch hier diesen Bügel hat, soll verhindern, dass die Sachen hier rausfallen können. Genau das gleiche hier, einfach nochmal ein Transportschutz zusätzlich, also durchdachte Details, die diese Küche auszeichnen. Im neuen 2025er Modell haben wir nochmal eine neue Küche verbaut. Eine Küche, die den Wasserhahn integriert bereits hat. Ein anderes Kochfeld mit der Piezo-Zündung an der Seite. Also hier haben wir nochmal nachgelegt, um einige Punkte verbessert. Wir haben drei tolle große Schubladen verbaut. Wie bereits hier ist der Besteckkasten verbaut. Wir haben die Softlock-Funktion, weitere zwei tolle große Fächer, um Sachen wie Töpfe, Siebe und Teller zu verstauen. Ein besonderes Highlight bei unserem Fahrzeug ist der tolle 100 Liter Kompressorkühlschrank in der Front. Der Charme, ich kann den Kühlschrank von beiden Seiten öffnen. Und das hat natürlich den Charme, dass ich nicht mehr mit nassen, schmutzigen Füßen ins Fahrzeug reinlaufen muss und auch meine Einkäufe durch den Einkaufswagen direkt in den Kühlschrank einladen kann. Und das macht es richtig sympathisch, das Fahrzeug. Wir haben eine super geniale Badlösung verbaut. Wir haben hier die Schiebetür, die man einfach und gut öffnen und schließen kann. Und haben hier die Schwenkwand verbaut, das Schwenkbad. Und kann somit im Handumdrehen mir eine tolle Dusche gestalten. Und es hat den Vorteil, dass ich hier natürlich ausreichend Platz zum Duschen habe und von der Reinigung absolut keine Probleme habe in diesem Bad. Das Ganze abgeklappt mit einem tollen großen Spiegel, mit dem Waschbecken und der Toilette im Heckbereich, die auch schon bereits serienmäßigen Keramikeinsatz hat, um die Reinigung zu verbessern.
Zum Modelljahr 25 ändert sich das Waschbecken in unserem Fahrzeug. Das Waschbecken wird in Zukunft rausschwenkbar sein und auch der Spiegel wird umfunktioniert zum Spiegelschrank. Auch ein besonderes Highlight bei unserem Fahrzeug ist die Sitzgestaltung. Serienmäßig kommt das Fahrzeug immer mit einem Einzelsitz und somit habe ich natürlich viel mehr Platz im Einstiegsbereich. Gerade wenn ihr mehr Platz im vorderen Bereich wollt oder auch einen Hund habt, ist der Einzelsitz genau der Vorteil. Ich habe auch die Möglichkeit, einen zweiten Einzelsitz einzubauen, den ich bei Bedarf mit einbaue. Ansonsten findet der Platz in der Garage oder im Heckbereich des Fahrzeugs. Des Weiteren gibt es auch die Doppelbank. Alle, die sagen, ich hätte gern die Lümmelbank, um meinen Kaffee morgens mal gemütlich zu trinken, ist genau diese dann das richtige Konzept. Und das Ganze gibt es noch als Erweiterung mit dem fünften Sitzplatz. Also hier haben wir wirklich massig Auswahl in der Sitzwahlgestaltung. Eine geniale Lösung ebenfalls ist unser toller Tisch. Unser toller Tisch hat zwei Variationen. Einmal die Variation mit unserem kleinen Kaffeetisch und die Variation mit unserem großen Tisch, um gemütlich gegenüber sitzen zu können. Und der große Vorteil hier, ich komme ohne Tischbein aus. Und da im schwäbischen Jahr immer samstags die Kehwoche ist, haben wir hier zusätzlich noch ein Staufach, um mir meine Besen und Kutterschaufel verstauen zu können. Ihr kennt vielleicht schon die normale Ablage über dem Fahrerhaus oder das tolle Skyroof mit der Kopffreiheit. Hier haben wir beides miteinander kombiniert. Wir haben einmal, wenn ich dieses Multiroof hochklappe, die Kopffreiheit. Ich kann das Ganze aber auch nach unten klappen und habe im Handumdrehen ein nützliches Staufach. Und wenn ich dies gar nicht brauche, lasse ich es einfach daheim in der Garage. Das Fahrzeug verfügt über die Seitz S4 Rahmenfenster. Alle Fenster lassen sich öffnen und haben zusätzlich die Verdunklung bzw. das Insektengitter serienmäßig verbaut. Serienmäßig verfügt das Fahrzeug über eine Bordbatterie. Diese befindet sich immer unterm Beifahrersitz und ist optional auch noch erweiterbar mit der zweiten Bordbatterie oder die von uns gelieferte Lithium-Ionen-Batterie. Da redet uns einfach, sprecht uns einfach an. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, um das Fahrzeug autark darstellen zu können. Wie gesagt, eine Aufbaubatterie bereits unterm Fahrersitz. Diese ist zuständig, um alle Verbraucher im Fahrzeug abzudecken, wie zum Beispiel Wasserpumpe, Licht, auch die Heizung. Das macht diese Batterie. Die lässt sich über das Bedienpanel im oberen Bereich schalten. Ich habe hier die Möglichkeit, die Wasserpumpe separat zu schalten, habe die Möglichkeit, meine Batteriespannung, Frischwasser- und Abwasserzustände abzurufen. Des Weiteren haben wir im Fahrzeug verbaut eine Truma Kombi 4 Gasgebläseheizung mit 10 Liter Warmwasserboiler. Wenn ihr die Option wählt, eine Dieselheizung zu wollen, könnt ihr diese natürlich auch hier mitbestellen. Diese lässt sich über dieses Truma iNetX Bedienpanel wunderbar steuern und ich würde es auf jeden Fall bestellen. Das ist normalerweise nicht mit dabei. Dann habt ihr gleich die Möglichkeit, Fehlermeldungen bekommt ihr angezeigt und ihr könnt das Ganze auch über Bluetooth übers Handy steuern. Nebendran befindet sich das Bedienpanel von unserem Dometic Kühlschrank. Auch hier mit einer Performance-Taste oder dann mit der Nachtabsenkung, dass der Kühlschrank etwas leiser wird. Optional ist hier verbaut das Gas-Duo-CS, Kopplung der Gaslaschen mit dem Geräuschsensor. Wenn ihr satt habt, nachts auszusteigen, um die andere Gaslasche anzuschließen, haben wir hier ein System, das es automatisch macht. Und auch vor Antritt der Fahrt wird der CS, der Geräuschsensor, aktiviert. Das heißt, wenn ich einen Auffahrunfall habe oder eine Erschütterung gespürt wird, schält dieses Crash-System letztendlich die Gasfunktion außer Funktion. Im Heck sehen wir unseren riesengroßen Kofferraum, der sich noch erweitern lässt, indem ich die Betten nach oben klappe, die Drittstufe vorne rausmache und durchladen kann bis zum Kühlschrank. Im Heckbereich ist auch unser Wassertank verbaut und auf der anderen Seite der Gaskasten. Auch der zusätzliche Heizungsaustritt in der Garage wie die Verzurösen sind serienmäßig bereits schon drin.
Wenn ihr zusätzliche Transportmöglichkeiten sucht, außer den Verzuösen, gibt es natürlich auch von uns noch die Airline-Schienen oder die Radaufnahme, Ratsfatz, Heckauszüge. Sprecht uns einfach an, da bieten wir viel an hier im Pössl Center in Metzingen. Beim 25er Modell haben wir auch wieder was im Heckbereich geändert. Wir haben den Gaskasten und den Wassertank geswitcht. Warum haben wir das gemacht? Somit haben wir jetzt die Möglichkeit, jederzeit an den Gaskasten von außen zu kommen. Wenn ich das Auto beladen habe, ist das natürlich ein tolles Highlight. Serienmäßig immer verbaut ist das tolle große Insektengitter, um euch vor Plagegeister zu schützen. Des Weiteren haben wir immer im unteren Bereich die elektrisch ausfahrbare Trittstufe verbaut von Thule. Unter unserem Fahrzeug befindet sich der Abwassertank, der sich über einen Schlüssel relativ einfach öffnen lässt. Wir haben hier den Kamin unserer Heizung verbaut, hier die Serviceklappe für die Toilette und den zusätzlichen Außenanschluss für den Strom. Serienmäßig hier in unserem Fahrzeug ist verbaut die Wohnwelt Grigio Lucente und das Holzdekor Mokka. Also ein sehr modernes Holz, ein sehr schönes Holz. Ab Modelljahr 25 bekommt ihr die neue Holzdekor-Variante Elegance. Da haben wir ein zweites Möbeldekor, das sehr formschön aussieht und da könnt ihr dann wählen, was ihr letztendlich wollt. Und ein besonderer Hingucker bei unserem Modell ist natürlich die tolle Ambientbeleuchtung. A, oben an den Klappen und auch am Fenster haben wir eine tolle Ambientbeleuchtung, die das Fahrzeug sehr stilvoll und harmonisch macht. Die 6 Meter Fahrzeuge sind bestellbar auf Citroën, auf Peugeot und auch auf dem Fiat Chassis. Durch das, dass jetzt alles durch die Stellantis-Gruppe genau gleich aufgebaut ist, bekommt ihr alle Modelle mit dem 140 PS als Schalter oder als Automatikfahrzeug oder bei der 180 PS Motorvariation immer mit Automatik. Wie ihr seht, sind wir jetzt hier im neuen Citroën Chassis mit dem 8-Gang-Wandler. Das gab es ja bisher nicht bei Citroën. Also jetzt auch hier die 8-Gang-Wandler-Automatik erhältlich. Und wir sehen hier dieses große 10 Zoll Radio, was bisher ja relativ teuer war, haben wir jetzt im Paket gut angeboten, günstig angeboten. Und man sieht, also man hat hier alle Möglichkeiten mit verbaut. Das heißt auch die Klimaanlage, die Rückfahrkamera, sämtliches Infotainment wird alles auf dieses Display projiziert. Und das ist, sage ich mal, im Cockpitbereich eine richtig tolle Erweiterung. Der ein oder andere hat es bestimmt schon bemerkt, wir reden über den Summit Shine 600L. Der Summit Shine 600L, wie im Video schon zeigt, hat eine Länge von 6 Meter und eben die Längsbetten, die vordere Gestaltungsmöglichkeit von dem Einzelsitz über den zusätzlichen Einzelsitz, die Dreierbank, das Multiroof, also wahnsinnig viele Möglichkeiten, das alle auf 6 Meter und das macht das Auto so beliebt. Wenn du auch so ein Auto möchtest oder dir es mal anschauen möchtest, dann komm hier vorbei ins Pössl Center nach Metzingen. Wir freuen uns auf deine Terminanfrage oder deinen Besuch. Mach's gut, euer Marcel.